Landkreis Pfaffenhofen, Juni, Juli 2011. Alles geht seinen gewohnten Gang. Und doch ist etwas anders. Der alte Landrat wurde verurteilt und musste gehen. Und 5 Kandidaten wollen sein Nachfolger werden. Wir müssen uns entscheiden. Unter oder ober? Links oder rechts? Klein oder groß? Mit Bart oder ohne? Alle Kandidaten sind natürlich oder. Doch alle erzählen dasselbe und wollen das Gleiche. Für den Bürger und für sich. Deshalb fahren wir zum Meiersepp, dem beliebtesten Humoristen der Holledau und selber 18 Jahre lang Stadtrat in Geisenfeld. Kann er uns etwas erzählen, was wir noch nicht gehört haben? Ja, ja, da habe ich schon ein wenig was zum Sagen. Grüß euch gut miteinander, meine lieben Leute. Einen besonderen Anlass haben wir heute, dass ich ein wenig in Verseln rede. Aber zu früh erwarten dürft ihr euch nicht. Denn meine Informanten waren halt ziemlich fei. Die flüstern mir einfach zu wenig ein. Und selber, da seid ihr ja informiert, bin ich in der Kreispolitik nicht recht involviert. Auf Deutsch gesagt, weiß ich da halt schön, was in der Zeitung drüber drinnen steht. Aber ein bisschen was bringen wir schon zusammen, dass wir vielleicht auch etwas zum Schmunzeln haben. Der Wahlkampf für den Landrat geht richtig an. Allerdings Plakate sind schon länger da. Die Schwarzen sind schon wieder die Ersten gewesen. Über den Grund für die Eile möchte ich später reden. Es ist übrigens schon ein besonderer Fall, so eine außerordentliche Landratswahl. Warum es überhaupt so weit gekommen ist, ist schon genug berät worden. Das ist gewiss. Drum lassen wir die Vergangenheit jetzt in Ruhe und wenden wir uns lieber der Zukunft zu. Wir brauchen einen Landrat, dem es gelingt, dass er unseren Landkreis auch künftig vorwärts bringt. Wir stehen ja zurzeit ja bestens da. Und den Spitzenplatz halten, das wollen wir schon. Am Dr. Rolf Demel, den wir ins Rennen schicken, wird das auch ganz bestimmt gut glücken. Der ist jung und voller Tatendrang. Da ist mir um die Landkreiszukunft echt nicht bang. Der Name Demel ist ja schon bestens bekannt. Den kennt praktisch jeder im umliegenden Land. Wo am Rolf sein Vater, das ist gewiss, als Politiker kein unbeschriebenes Blatt mehr ist. Allerdings, aber das macht uns keinen Kummer, hat der politisch eine andere Feldpostnummer. Das war wahrscheinlich der Grund, so kann man glauben, dass ein Rolf im InTV fehlerhaft vorgestellt haben. Als Schriftzeile ist unter seinem Konterfei CSU-Kandidat gestanden. Verreckt doch gleich. Vielleicht haben sie ihn deswegen gleich so genannt, weil den echten schwarzen Kandidaten ja fast niemand kennt. Das war auch der Grund, meine ich, ohne Schmarrn, warum sie beim Plakat aufstellen so früh dran waren. Zur Zeit kann es ihnen auch nimmer gelingen, das angeben mit dem guten Draht nach Minger. Denn wenn man Zeitung liest, dann kann man eher glauben, dass bei dem Draht einen Strom ausgeschalten haben. Bei der Stimmkreisreform und die Umgehungsstraßen hat da der Ober an Unter ganz schön verlassen. Und das trotzdem,
Ja, man glaubt es fast nicht, wodurch die Landratswahl vor der Tür jetzt steht. Und im Pfafferhofer die letzten zwei Jahre ein Schwarzer als Landrat amtiert hat sogar. In dem Fall, meine ich jetzt Pfeigrad, es kann nicht zu weit her sein mit dem Draht. Mit den anderen Kandidaten, ja, da braucht nicht reden, hat schon auch ein paar nette Sachen gegeben. Die Grüner hat es ganz besonders geschlaucht. Die haben inzwischen schon einen zweiten braucht. Denn der frisch gekürte Erste, was sagt's da, fängt in der Öffentlichkeit gleich das Raffa an. Ja, die Grüner liegt sowas scheinbar im Blut. Die sind für überraschende Aktionen alle gut. Das hat der Joschka, da seid ihr gewiss informiert, als Junge bereits selber vorexerziert. Vielleicht meinen es auch die guten Leute, mit schlagkräftigen Argumenten kommt man besonders weit. In dem Fall war es ein Irrtum. So sage ich nur, denn im Landkreis kostet sowas die Kandidatur. Am SPD-Kandidaten war es auch bald so gegangen. Der hat zu seinem Glück bloß das virtuelle Randalieren angefangen. Auf die Frage, was man mit den Genfeldern machen soll, sagt er, zerstört müssen die werden, und zwar gleich. Erst auf die Nachfrage, ob er das auch weiß, dass sowas eine Straftat war, wird ihm ein wenig heiß. Aber man hat den Fauxpas, na, wie man hört, anschließend ganz plausibel doch erklärt. Bei seinem großen Stress ist gewiss kein Wunder nicht, wenn einer einmal nicht mehr weiß, was er gerade redet. Kandidatur hat es ihm nicht gekostet, die Geschichte. Aber das muss ich feststellen. Wundert mich nicht, wodurch inzwischen fast jeder weiß, dass man die SPD in Bayern nicht mehr recht ernst nehmen muss. Bei der FDP ist das ein ähnlich klagender Fall. Drum lasse ich da jetzt auch spätteln sein, weil ich den Aspiranten halt gar nicht kenne. Die Freien Wähler, das ist angenehm, haben mit ihrem Kandidaten da kein Problem. Der ist dynamisch, integer und eloquent. Was will man mehrer, den am Ende? Und bei ihm ist zweifellos auch eins gleich klar. Er ist schon ein richtiger Doktor, ganz gewiss wahr. Denn in seinem Fall, da braucht es kein Gerät. Abgeschrieben hat er ganz sicher nicht. Auch wenn er im Outfit, kein Zweifel drauf, durchaus konkurrieren mit dem Gutiko. Das darf ich mir jetzt schon behaupten trauen. Man braucht ja bloß sein Plakat anschauen. Wenn man mit dem Mo keine Erfolg nicht haben, dann braucht man nicht mehr an die Vernunft von der Menschheit glauben. Zum Thema Frauen sage ich jetzt sicher nichts Neues. Wir haben schon den schönsten Parteichef in unserem Kreis. Und außerdem wird es kaum von den anderen gelingen, so wie unser Claudia Jung zum Singen. Ich glaube, da kann sich jeder deutlich sehen, die Freien Wähler muss man ganz einfach mengen. Drum sage ich zum Schluss, Leute, geht's zur Wahl, macht's euer Kreuzl beim Demi, seid so frei, weil man auf die weiß, kein Zweifel dran, überhaupt keinen Fehler machen kann. Viel Glück wünsche ich dem Dr. Rolf Demel dazu, und dann gebe ich auch gleich wieder in Ruhe. Es freut sich heute schon der F. Wählermeier auf die Freie Wähler Siegesfeier.